Ein letzter Aspekt, um den wir uns noch kümmern müssen, wenn wir über das Thema Vermittlung und Betrieb sprechen, ist eben der Punkt Sicherheit und Verfügbarkeit oder auch Zuverlässigkeit. Und genau darum soll es jetzt noch einmal kurz gehen. Was versteht man eigentlich darunter? Unter Sicherheit letzten Endes geht es natürlich darum, dass wir eine gewisse Betriebsmittelzuordnung haben. Die Details schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Wir brauchen sowas wie einen Berechtigungsschutz auf die Ressourcen in unserem Netzwerk. Wir brauchen Zugriffsschutze und Datenschutz. Wir brauchen aber auch spezielle Abhörsicherheiten, vor allem in WLANs. Wenn man sich das vorstellt, unsere Daten fliegen ungeschützt durch ein Medium, einfach durch die Luft und können dort natürlich unter Umständen entsprechend einfach abgegriffen werden. Auf der anderen Seite, die Zuverlässigkeit unseres Netzwerkes wird ganz einfach dadurch bestimmt, dass wir eine gewisse Verfügbarkeit gewährleisten müssen. Es gibt dazu noch weitere Parameter, wie zum Beispiel das mittlere Fehlerintervall, welches letzten Endes aussagt, wie lange ein System, zum Beispiel eine Netzwerkkomponente, störungsfrei läuft, bevor dann mal ein Fehler auftritt. Oder eben auch die mittlere Reparaturzeit, wie lange dauert es also, wenn mal etwas ausfällt, wenn eine Komponente kaputt ist, bis diese repariert ist. Wenn wir mit dem Thema Sicherheit an der Stelle mal einsteigen, wir hatten gerade schon gesehen, wir brauchen einen sogenannten Betriebsmittelzuordnung, wo es eben darum geht, dass bestimmte Aufträge, die ich über mein Netzwerk schicke, denken Sie an einen Druckauftrag zum Beispiel, in einer adäquaten Zeit auch tatsächlich abgearbeitet wird. Ein weiterer Punkt, der Berechtigungsschutz, soll heißen, wer darf eigentlich was in meinem Netzwerk? Es geht so ein bisschen einher mit einem Zugriffs- und Datenschutz, also wer darf auf welche Daten über mein Netzwerk eigentlich zugreifen, wer darf dort was sehen und natürlich die Abhörsicherheit, gerade schon mal angeklungen, meine Daten müssen natürlich so übertragen werden, dass sie nach Möglichkeit von niemandem, dem es nichts angeht, abgehört werden können. Wie schon gesagt, in WLANs besonders heikles Thema. Der zweite Aspekt, unsere Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit, das Ganze kann man natürlich auch in irgendeiner Weise messen, das schauen wir uns gleich nochmal an. Das heißt, wenn wir über die Verfügbarkeit eines Systems sprechen, dann wird das in der Regel in einer Prozentzahl angegeben. Das heißt, wie viel Prozent der zugesagten Funktionszeit läuft meine Komponente eigentlich wirklich störungsfrei. Das wird vor allem dann wichtig, wenn man Service Level Agreements hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Provider, ein Netzbetreiber, der hat natürlich entsprechende Zusicherungen gegenüber seinen Kunden und das wird dann letzten Endes anhand von solchen Kennzahlen ermittelt. Wenn wir einfach mal einen Router nehmen als Beispiel, der aufs Jahr gesehen eine Verfügbarkeit von 99,9% gewährleisten soll, dann hört sich das erstmal viel an. Wenn wir das Ganze aber dann tatsächlich mal ausrechnen, was bedeutet das eigentlich auf ein Jahr gesehen, dann bedeutet das, dass er 9 Stunden in meinem Jahr einfach mal nicht zur Verfügung steht. Und das ist natürlich eine Zahl, die sich dann schon mal wieder anders auswirkt. Das ist letzten Endes ein kompletter Arbeitstag und eigentlich auch schon wieder zu viel. Das soll heißen, man geht inzwischen dahin, dass man diese Werte irgendwo in Richtung 99,999 und so weiter Prozent verschiebt. Wenn wir über die Verfügbarkeit von unseren Komponenten sprechen, dann gibt es, wie gerade schon angeklungen, ein sogenanntes mittleres Fehlerintervall, soll heißen, wie viel Zeit vergeht von der Inbetriebnahme bis irgendwann mal ein erster Fehler auftreten kann. Klassischerweise, wenn man eine Festplatte als Beispiel nimmt, sind das so zwischen 40.000 und 60.000 Betriebsstunden. Und es gibt eben die mittlere Reparaturdauer, also wie lange dauert es, wenn ein Fehler aufgetreten ist, bis dieser Fehler behoben ist oder bis eine Komponente repariert ist. Auch da, je nach Anwendungsfall, gibt es unterschiedliche Zeiten. Es gibt 24-Stunden Reparaturdienste bei PCs, kennt man vielleicht. Es gibt aber auch eben Sekundenservices bei wichtigen Netzwerkkomponenten, wo dann tatsächlich innerhalb von Sekunden umgeschwenkt werden kann, entweder auf ein redundantes System oder eben bis dieses System dann irgendwie wieder in Betrieb genommen ist. Die Qualität der Verfügbarkeit ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Wie kann ich das überhaupt gewährleisten, dass eine gewisse Verfügbarkeit erzielt wird? Und generell geht das eigentlich immer durch Redundanzen. Soll heißen, wenn ich Komponenten, wenn ich Medien redundant auslege, also mehrfach zur Verfügung stelle, habe ich natürlich eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit und damit eine höhere Verfügbarkeit. Das kann man sich in Netzwerken vorstellen, bei Servern zum Beispiel, dass ich dort einen kalten Ersatzrechner habe oder einen heißen Ersatzrechner. Betrifft natürlich auch an der Stelle Router, die ich so absichern kann mit Redundanzen. Ich kann mein Netz intrinsisch überwachen lassen, dass also Meldungen rausgehen, sobald dort Fehler auftreten. Ich kann ausfallsichere Systeme konzipieren, auch das eben über Redundanzen. Wenn wir jetzt über die Verfügbarkeit in irgendeiner Weise mal nachdenken wollen, dass wir das nach Möglichkeit so absichern wollen mit Redundanzen, dass wir eben die Ausfallwahrscheinlichkeiten minimieren,
dann kann man das sogar berechnen. Also wenn man eine Redundanz in einem Netzwerk vorhält, redundante Komponenten vorhält, dann kann man berechnen, wie hoch eigentlich die Ausfallwahrscheinlichkeit sein kann, beziehungsweise analog dazu eben die Verfügbarkeit. Und zwar kann man eben die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Einzelkomponenten dafür zu Rate ziehen und diese eben für die oder in die Berechnung mit einfließen lassen. Das bedeutet, wenn eine Komponente oder die Ausfallwahrscheinlichkeiten meiner Komponente addieren sich immer dann, soll heißen, werden zusammengerechnet, wenn ich keine Alternativen habe, also zum Beispiel keine alternativen Wege, keinen alternativen Router. Wenn ich Alternativen zur Verfügung stelle, also Redundanzen schaffe, in dem Fall multiplizieren sich meine Ausfallwahrscheinlichkeiten, werden dadurch geringer, also ich stelle alternative Wege, alternative Komponenten zur Verfügung und habe damit eben eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit und damit auch eine höhere Verfügbarkeit.